Legen Sie folgende Werkzeuge und Hilfsmittel bereit. Richten Sie die Wasserzuleitung ein und lassen Sie die Anlage von einem Elektriker an den Strom anschließen. Wurde die Anlage fachgerecht an den Strom angeschlossen, können Sie das Stromkabel einstecken. Überprüfen Sie erst durch eine Sichtkontrolle und anschließend mit einer Wasserwaage, ob die Anlage gerade steht. Für einen sicheren Stand stellen Sie die Füße auf eine möglichst geringe Höhe ein und richten Sie die Anlage aus. Prüfen Sie erneut mit der Wasserwaage, ob die Anlage gerade steht, sonst besteht Kippgefahr. Überprüfen Sie alle Schraubverbindungen über und unter dem Schaltschrank auf Festigkeit, da sich diese durch den Transport gelockert haben könnten. Öffnen Sie alle Revisionstüren und Deckel und prüfen, ob Bauteile oder Filter beim Transport verrutscht sind oder beschädigt wurden. Beachten Sie, dass die leitfähigen, verzinkten Schrauben mit Zahnscheibe wieder an gleicher Stelle eingesetzt werden müssen. Bei ATEX-Anlagen besteht sonst Explosionsgefahr. Ziehen Sie alle Schrauben nach. Vergleichen Sie Anlagen und Rohrschema mit der technischen Zeichnung. Schalten Sie die Anlage über den Hauptschalter ein. Das Steuerungsdisplay fährt nun hoch. Sollte eine Alarmmeldung angezeigt werden, lesen Sie den Punkt Steuerung in der Betriebsanleitung nach und kontaktieren Sie einen Elektriker. Starten Sie die Anlage über das Steuerungsdisplay. Die Anlage befüllt sich nun automatisch mit Wasser, bis der optimale Füllstand erreicht wurde. Dieser Vorgang kann 5 bis 10 Minuten dauern. Überprüfen Sie den Füllstand visuell an dem durchsichtigen Schlauch außerhalb der Anlage. Schalten Sie die Anlage über das Steuerungsdisplay 3 Sekunden an und direkt wieder aus. Überprüfen Sie, ob die Laufrichtung des Motors dem Laufrichtungspfeil entspricht. Fassen Sie dabei nicht an das Flügelrad. Schließen Sie nun wieder alle Revisionstüren und Deckel. Prüfen Sie mit der Handfläche an den Übergängen, ob die Anlage dicht ist oder Sie einen Luftzug spüren. Sie sollten außerdem keine einsaugenden Geräusche an den Übergängen hören. Schalten Sie die Anlage erneut ein und ziehen Sie das Kabel des oberen Füllstandsensors ab. Die Anlage sollte nun automatisch abschalten. Überprüfen Sie Volumenstrom, Luftgeschwindigkeit und Unterdruck, indem Sie ein Zehnerloch in das Rohr bohren und die entsprechenden Messinstrumente hineinhalten. Bewahren Sie das Prüfprotokoll, das Sie mit der Auftragsbestätigung erhalten haben, bis zur ersten Wartung auf, um die Werte vergleichen zu können. Eine jährliche Wartung wird vom Hersteller empfohlen. Welche Schutzausrüstung Sie für Ihr Material benötigen, finden Sie hier.